Hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung des Bundesligaspiels zwischen der TSG aus Hoffenheim und dem 1. FC Köln. Eine sehr umkämpfte Partie an diesem Freitagabend zwischen den beiden Bundesligisten. Man hat gemerkt, beide Teams wollen sich nichts schenken und bei beiden Teams läuft es im Moment auch gar nicht so schlecht. Köln hat mit ihrem neuen Trainer Baumgart wirklich gut in die Spur gefunden und auch ein Hoeneß bei Hoffenheim ist wirklich gut angekommen bei der TSG. Deswegen hat man sich auf ein sehr gutes Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften freuen können. Deswegen lasst uns doch mal gleich in die Highlights reinschauen. Viel Spaß mit diesem Video. Und das Spiel begann auch sehr, sehr interessant mit einem besseren Anfang für die TSG. In der 8. Minute kommt Kramaric komplett allein vor das Tor von Timo Horn, dem Köln-Keeper. Der kann aber den Ball halten. Da war schon die erste Top-Chance für Hoffenheim. Danach entwickelte sich ein sehr, sehr hitziges, ein sehr, sehr kämpferisches Spiel. Nicht viele Chancen, nicht unbedingt sehr attraktiv zum Anschauen. Und beide Teams waren wirklich bereit, immer den Ball in der eigenen Hälfte zu halten. Und der Ballbesitz wechselte auch oft zwischen diesen beiden Teams. Deswegen war auch das generelle Spielgefühl noch etwas angeknackst. Doch in der 31. Minute kam dann die TSG doch nochmal gut vor das Tor der Kölner. Durch einen wunderschönen Pass von André Kramaric kommt Bebu wieder allein vor Timo Horn vor und kann den Ball aber sehr, sehr gut am deutschen Keeper vorbeilegen und den Ball schlussendlich dann ins Tor rein platzieren. Das war kein schwieriges Tor am Ende mehr, aber sehr gut gemacht von Bebu und Kramaric, somit 1:0 für die TSG. Köln also in Rückstand und das kennt die Kölner Mannschaft natürlich aus dieser Saison schon, aber sie haben sich ja immer wieder aus solchen Rückständen befreit, deswegen kann man als Köln-Fan natürlich hoffen und sie versuchten auch wieder den Ausgleich zu machen vor der Halbzeit, aber bis auf ein paar Aktionen, ein paar Flanken zu Modest und anders und vorne in der Spitze war es nicht unbedingt produktiv, deswegen ging es mit 1:0 für die TSG in die Halbzeitpause. Die zweite Halbzeit möchte man meinen, sollte besser werden für den 1. FC Köln, aber Hoffenheim agierte wieder sehr, sehr intelligent, sehr, sehr schlau, sehr viele Ballkombinationen, die wirklich gut funktionierten, viele Ballstaffetten und so war es kein Wunder, dass Hoffenheim in der 49. Minute gleich zum 2:0 erhöhte, wieder durch Ilas Bebu nach Vorlage von Kevin Akpuma, der den Ball schön auf Bebu bringt und Bebu mit der Hacke schön ins Tor trifft von Timo Horn, 2:0 für die TSG. Und dann war Hoffenheim wirklich im Aufwind und man hat gemerkt, sie spielen damit Selbstvertrauen und man hat auch die Unsicherheit gemerkt in der Köln-Defensive. Auch Chichos, der Abwehrchef, hat nicht wirklich viel dagegen machen können. So war es dann wieder, keine Überraschung, dass Christoph Baumgartner in der 51. Minute nach wieder einer schönen Ballstaffette, wo auch ein André Kramaric wieder sehr gut involviert war, nach Vorlage von David Raum den Ball einfach nur ins Tor reinbringen muss. 3:0 für die TSG gegen ein sehr schwaches Köln. Danach beruhigte sich die Partie wieder etwas und Köln konnte auch wieder den Ball etwas haben, aber man muss auch ehrlich sein, Hoffenheim war in diesem Moment auch sehr, sehr souverän, konnte den Ball wie immer wieder durch die eigenen Reihen laufen lassen. Auch ein Florian Kriedl sollte man hier hervorheben, der wirklich gut den Ball zirkulierte und Köln nicht wirklich an den Ball rankommen ließ. Und dann in der 64. Minute kam es zum nächsten Tor, aber wieder für Hoffenheim, nicht durch Köln. Dennis Geiger, der eingewechselt worden war, macht das 4:0 für die TSG. Nach einem abgefälschten Schuss, der trotzdem reinging, somit 4:0 für die TSG gegen Köln. Und es kommt noch zum 5:0 in der 87. Minute durch Stefan Posch, der Innenverteidiger. Zieht sein erstes Pflichtspieltor für die TSG. Heute im Spiel hat einfach alles funktioniert für Hoffenheim. Nach einer wunderschönen Flanke von André Kramaric macht Stefan Posch einen schönen Kopfball rein ins Tor der Kölner und Timo Horn wieder ohne Chance. Einfach ein perfekter Tag für die TSG. Und so gewinnt die TSG sehr souverän gegen den 1. FC Köln. Ein ordentlicher Dämpfer für die Geißböcke, die natürlich sich erhofft haben, hier in Hoffenheim mitzunehmen. Daraus wurde allerdings nicht. Das hatte auch was mit der Souveränität der Hoffenheimer zu tun. Die hatten halt wirklich einen Sahnetag und waren einfach besser. Wer war euer Man of the Match? Ich würde ja grundsätzlich sagen, meiner war Ilas Bebu. Der hat sehr gut gespielt. Auch ein André Kramaric hat sich sehr gut präsentiert an diesem Abend. Köln muss auf jeden Fall einiges aufarbeiten und die nächsten Spieler wieder mit etwas mehr Elan angehen. Das war heute nichts. Schreibt eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare rein. Bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Content sehen wollt. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt sportlich. Bis bald und ciao.